Telekom-Profi, der Name ist Programm. Hier erhalten Sie qualifizierte Beratung durch geschulte Mitarbeiter, Mobiltelefone für alle Netzbetreiber, Telefonanlagen und ein reichhaltiges Zubehörsortiment. Telekom-Profi im Steirer Stadtgut A3. Die erste Runde wird am Freitag um 19 Uhr bei angenehmen, heißen 34 Grad gespielt. 2000 Zuschauer, einer der höchsten Werte in dieser Liga, dazu viel mediale Präsenz. Vorwärtsherz, was willst du mehr? Trainer Adam Kenzi betreut nach dem souveränen Aufstieg die Rot-Weißen eine weitere Saison. Die Gäste in Grün-Weiß absolvieren ihre zweite Saison hintereinander in der Regionalliga und haben ihre erste Torszene Richtung Südtribüne. Diese Stimmung ist Herwig Drechsel und Wallandstrainer Harrik Schneidner nicht unbekannt. Sie waren selbst lange Zeit am grünen Rasen aktiv tätig. Das Match hat in der Anfangsphase wenig Torraumszenen. Nur Walland ist um die Nuance aktiver. Mit Reinhard Großalber steht ein Ex-Sierninger als sicherer Rückhalt zwischen den Pfosten. Andi Lutsch, ebenfalls Ex-Sierninger, sieht, dass auch elegant aus der Abwehr gespielt wird. Da schwellt natürlich die Vorwärtsbrust so richtig an. Der Vorstand darf nun auch in der Vorwärtsbewegung mitverfolgen. Eine erste Chance auf Seite der Rot-Weißen. Nach und nach wird der Druck auf das Gästetor erhöht. Und dann darf gejubelt werden. Die Freude währt nur kurz. Foul war keines dabei, aber Schiri Peter Oberlaber annulliert den Treffer von Peter Orosch, weil Assistent Almir Barucic eine Abseitsstellung gesehen hat. Das waren die Höhepunkte der ersten 45 Spielminuten. Die Stimmung wird besser, weil Vorwärts einen Gang zulegt. Peter Orosch mit seiner nächsten Tormöglichkeit. Richtung Haustor spielen die Rot-Weißen nun dementsprechend auf. Den Fans entgeht jedoch nicht, dass Wallern nach wie vor torgefährlich ist. So schnell kann's gehen und die Gäste hätten wieder die Oberhand. Reinhard Großalber, der Vorwärtskapitän, und sein Gegenüber im Tor des SV Wallern, Maciej Dandic, werden regelmäßig beschäftigt. Die Partie hat an Fahrt zugenommen. Wallern hat ein neu formiertes Team für diese Saison. Die Laufwege stimmen bereits, nur den krönenden Abschluss, den verhindert der Vorwärts-Schlussmann. Auch beim Spielaufbau des SK Vorwärts wird mit System agiert. Oliver Stadelbauer mit Einsatz und Rexe Bütücü mit spektakulärem Abschluss. Der Steirer fing bei Bewegung an, spielte 2004 schon für Vorwärts und war mehrere Jahre Profi bei Grödig, Leoben und zuletzt bei Hartberg. Und die nächste Chance hat Hussein Balic, der für David Peham ins Spiel kam. Je länger das Spiel dauert, umso besser kommen die Rot-Weißen in Fahrt. Speziell mit Freistößen wird die Gästeabwehr überspielt. Und wieder wird gejubelt. Und wieder zählt der Treffer nicht. Wilde Proteste natürlich von den Rängen und auch am Spielfeld gegen den Schiedsrichter und seinen Assistenten. Wieder wäre Peter Orosch zur Stelle gewesen. Sein zweiter nicht gegebener Treffer. Christian Greinecker, der Schiedsrichter an der Linie, hat auf Abseits entschieden. Dadurch wird natürlich die Stimmung beim Südtribünenanhang noch mehr angeheizt. Und die Rot-Weißen spüren, da kann noch was gehen. Foul entscheidet der Schiedsrichter nach dem Tackling von Peter Forisek an David Klug. Der Neuzeuger ist seit 2011 Vorwärtsler.
Schiedsrichter Peter Oberlaber hat zwar Erklärungsbedarf nach dieser Entscheidung, aber die Begegnung trotzdem im Großen und Ganzen im Griff. 80. Spielminute. Und jetzt darf aber nachhaltig gejubelt werden. Rekše Petići lässt dem Schlussmann keine Chance. Ein Treffer, der zu diesem Zeitpunkt dem Spielverlauf entsprechend ins Konzept der Rot-Weißen passt. Das Südchaos ist zufrieden. In der Schlussphase versucht Wallern noch zum Ausgleich zu kommen. Die beste Chance auf die Resultatsverbesserung haben jedoch die Rot-Weißen. Nach langen Minuten der Nachspielzeit pfeift Schiedsrichter Oberlaber in der 96. Spielminute ab. 2000 Fans mit rot-weißen Wurzeln sind glücklich. Der Gästetrainer hadert noch mit seinem Schicksal. Damit ist ein besserer Auftakt für Vorwärts geglückt als vor 2 Jahren beim ersten Auftreten in der Regionalliga. RTV in 70 Gemeinden bis zu 250.000 Zuseher über alle Kabelnetzanbieter im gesamten Sendegebiet, analog sowie digital, sowie rund um die Uhr über DVB-T vom Sender Tröschberg in St. Ulrich mittels Antenne und jederzeit im Internet unter rtvdigital.at. Klick dich rein mit deinem Smartphone oder Tablet. Infos zum aktuellen Programm findest du auch auf unserer Facebook-Seite. RTV, wir sehen uns.